Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal zu einer weiteren frühlingsfrischen Plauderei hier bei mir bei Stefans Dufte Plaudereien. Ja, frisch gewaschen und gebügelt, das Thema meines, ihr habt es auf meines Videos, ihr habt es ja schon auf dem Cover gesehen, was ich gemacht habe. Ja, dazu komme ich aber gleich und im Verlauf des Videos. Ja. Genau. Ja, zunächst einmal ganz, ganz liebe Grüße natürlich wieder an den lieben Albin von Dogschober Descent, an den lieben Flo von Flo is Dufte. Hallo ihr zwei. Und dann an meine beiden lieben Zuschauer, Abonnenten, den lieben Marco und Richtung NRW oben. Ich weiß gar nicht, Dortmund oder sowas. Und den lieben Thorsten hier in meine Nachbarschaft quasi, nach Römerberg. Genau, noch. Genau, hallo ihr zwei. So, genau. Ja, ich habe mir überlegt hier, da gibt es noch diverse Frühlingsdüfte, die ich euch noch nicht so vorgestellt habe, beziehungsweise die ich euch gerne nochmal doch noch, oder die ich es wert finde, euch hier nochmal zu zeigen oder nochmal vorzustellen, mal auf den Schirm nochmal zu bringen. Ich habe ja mein Frühlings-Special gemacht, hier die Spring Break-Düfte. Und ich habe ja da auch gesagt, da sind so viele andere Düfte noch, die ich hätte wählen können. Und ja, die Tage war ich wieder vor meinen Regalen gestanden. Und da fiel mir dann hier der Duft der Hermes H24 sofort ins Auge. Und dachte mir, oh hey, das ist ja eigentlich also ein sehr, sehr schöner Frühlings- und Sommerduft. Und den ich euch hier eigentlich sehr, sehr gerne auch ans Herz legen möchte. Und er ist jetzt zugegebenermaßen jetzt nicht unbedingt so ein Cheapy, aber ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Also ja, so 100 ml gibt es gerade aktuell bei Parfümzentrum beziehungsweise bei Easy Cosmetic zum Beispiel. Also wenn er über Idealo geht, dann müsst ihr immer über Idealo gehen. Also dann habt ihr nicht mehr die vergünstigten Preise, anstatt wenn ihr dann direkt auf die Shops draufklickt. Da habe ich jetzt gerade für roundabout um die 60 Euro rum. Ne, also so 57 Euro plus Versand noch dazu, ne, so die Kante. Also ja, ist noch ein, ja, was sagen wir mal, für Designerdüfte, für Hermes, muss ich sagen, noch sehr günstig eigentlich, weil Hermes oder Hermes, die Düfte sind ja sehr, sehr teuer, muss ich sagen. Teilweise ein bisschen zu teuer, aber nun ja, gut. Okay, ja, ich zeige euch hier mal kurz nochmal, um was es konkret hier geht. Das hier ist der Flakon dazu. Ein sehr, sehr schlichter Flakon, muss ich sagen. Da ist jetzt eigentlich nicht so viel drum dran und ne, so ist eigentlich ganz schön gemacht. Auch hat so eine Rautenform hier. Ne? Und ja, das Besondere an dem Flakon ist erstens, dass der aus recyceltem Glas besteht. Das heißt, Hermé hat da wirklich darauf geachtet, dass sie so eine Nachhaltigkeit hier irgendwie mit einfließen lassen in das Parfum. Vor allen Dingen ist, was ich hier, was ja die große Besonderheit ist, ihr könnt hier oben ja, das Ding aufschrauben, den Flakon. Ne? Der ist also nachfüllbar. Ja? Also ihr müsst euch nicht immer wieder einen neuen Flakon kaufen. Ihr könnt euch eigentlich gerade immer wieder dann ja, die Nachfüllflasche oder was auch immer dann besorgen und es wieder auffüllen im Prinzip. Gut, da kann man sich natürlich wieder streiten. Ne? Gut, ist natürlich auch wieder ein Glasflakon, aber nicht ganz so aufwendig, glaube ich, gemacht wie hier. Der. Genau. Von daher, und der ist auch günstiger. Also die Nachfüllung ist, glaube ich, günstiger wie das hier im Glas. Naja, von daher, ja, also schon interessant gemacht, muss ich sagen. Und genau, Verpackung ist eigentlich auch aus recyceltem Pappkarton natürlich. Habe ich es zwar nicht da, aber das ist sehr schlicht. Also braucht man unbedingt jetzt hier zu zeigen. Also von der Präsentation her kommt also insgesamt sehr, sehr schlicht, aber nichtsdestotrotz elegant daher. Genau. Ja, jetzt habe ich schon im Videotitel schon gesagt, frisch gewaschen und gebügelt.
Genau. Ja, da kann ich euch jetzt mal gerade die vielleicht nochmal die Inhaltsstoffe nennen. Also eine richtige Duftpyramide habe ich jetzt hierzu nicht gefunden, aber ich finde, wo überall die gleichen Inhaltsstoffe, die jetzt, sage ich mal, sehr runtergebrochen sind. Also da gibt es jetzt nur vier Noten, die jetzt tatsächlich dann auch genannt werden, neben ganz, ganz vielen anderen natürlich hinten dran. Ne? Das wäre zum einen der Muscatella-Salbei, dann Sclarene, da komme ich aber jetzt gleich dazu, was das ist. Narzisse Absolu und Rosenholz. Jo, genau. Ja, wie gesagt, ich sage jetzt gleich noch was zu dem Inhaltsstoff Sclarene. Ich sprühe denn das nochmal. Also, es ist wirklich ein, ja, er bekommt erstmal so ein bisschen so einen metallischen Geruch, so mit, so leicht metallisch, aber dennoch, ja, floral, grün, frisch, zitrisch. Ja, er wird oft mit, also das hat aber was mit dem Duft, mit dem Sclarene zu tun. Es ist ein synthetisches Molekül, das Sclarene. Und das Sclarene. Wird, ich habe es mal im Internet auch geguckt, ja. Es wird als, wenn man den Sclarene, also ist ein Aldehyd, ne? Also ist ein synthetischer Stoff, ne? Klar. Es wird als also heiß dampfender Duft von Bügeleisen auf feuchtem Wollstoff beschrieben. Jo, das ist jetzt erstmal so ein bisschen, ne, wo man denkt, okay, ich weiß nicht, jeder oder jeder von euch hat vielleicht doch irgendwann mal schon im Leben mal gebügelt, irgendwann mal ein Bügeleisen in der Hand gehabt oder auch ein Dampfbügeleisen. Und nicht bei allen, aber bei vielen, welche Stücken, also da könnt ihr euch vielleicht so ein bisschen dran orientieren, wenn dann so diese, also mit dieser frisch gewaschene Wäsche, wenn da das. Der Duft des Waschmittels, also Waschpulvers, was nochmal so nochmal quasi raus extrahiert wird aus den Stoffen, ne? Also T-Shirt oder so, diese Baumwollstoffe und so weiter. Ne? Das gibt dann immer so eine, und dann mit dem Dampf zusammen und mit dem Metall auf diesem, also es hat ja irgendwas schon so ein bisschen, ne? So einen eigenartigen Geruch, aber nicht schlecht. Also es riecht schon so, ja, so frisch gewaschen halt, frisch gewaschene Wäsche irgendwie und, ja, auch so ein bisschen das Dampfige, ein bisschen das, ja, ne? Nicht, dass der Duft jetzt hier dampfig ist oder sowas, oder heiß wäre oder sowas, ne? Das ist jetzt gar nicht der Fall, ne? Aber nur so, dass man so ein bisschen eine Ahnung hat, ungefähr, wo es so ein bisschen, woran der Duft ein bisschen erinnert, ne? Also nicht, man muss es wirklich nochmal richtig stellen. Also der Duft, wenn er den aufsprüht, also er riecht nicht jetzt, wo er sagt, oh Gott, ich komme jetzt gerade aus der Wäscherei oder sowas, also aus dem Dampfbügel oder aus der Heißmangel oder sowas, keine Ahnung. Also so ist es nicht, aber er hat diese Anklänge, sage ich mal. Ne? Also das muss man natürlich immer ein bisschen relativieren, ne? So diese recht plakativen, ja, wie soll ich sagen, recht plakativen Headlines, die dann immer so dann drüber gelegt werden, über einen Duft oder so, ne? Und genau. Ja, von daher, was ich noch rausgefunden, also über den Sclarene-Duft ist dann, ja, wie gesagt, ist ein synthetisches Molekül, das für so einen metallischen Effekt sorgt, auch im Duft. Ne? Es hat sowohl warme als auch kampferartige Untertöne. Wie gesagt, Kampfer denkt, oh nee, also. Da, wie gesagt, also, es sind immer nur so klar Begriffe. Nimmt die nicht so immer so schwer auf die Waage. Ne? Also denke ich, oh, ne, das und das. Also generell, wenn ich überhaupt so die Duftpyramiden vorlese und so weiter, bei manchen Düften, wo dann der eine oder andere die Nase rümpft, vielleicht, oder die eine, das muss man immer so ein bisschen im Kontext sehen. Ne? Also das darf man nie so isoliert sehen, wenn man so eine Duftnote sagt hat, ach Gott, das ist das und das. Ich meine, klar, natürlich, jeder hat so seine Vorlieben. Ne? Ich habe ja so meine Schokoladenabneigung, sagen wir mal so. Und wenn ich dann irgendwo Kakao lese, also sowas oder Schokoladennote,
dann gehe ich erstmal einen Schritt zurück, ne, wo ich denke, naja, da rümpfe ich dann die Nase. Ne. Das kommt dann mehr darauf an, wie es dann letztendlich formuliert ist, wie es dann letztendlich komponiert ist letztendlich. Ne. Also ich möchte es nicht immer ausschließen. Also wie gesagt, wenn so gewisse Schlagworte fallen, so gewisse Headlines fallen, das riecht sowieso das und das oder so und so, dann, also man muss es immer so im Kontext eines Parfums natürlich, eines Duftes immer sehen. Das ist ganz klar, ja. Und nicht hier so sagen, oh, wenn ich jetzt hier metallisch, riecht metallisch, ja. Ja, also das ist also immer sehr, sehr vorsichtig, mit sehr viel Vorsicht auch natürlich zu bewerten. Klar, ganz klar. Ne? Ja, wie gesagt, Sklarene noch, da habe ich noch einen floralen Tabak hier und grautige Rosenholzessenz. Nach diesem Duft wird es auch riechen, das Sklaren. Naja, wie gesagt, also ich sprühe das jetzt nochmal hier auf meine Hand. Also wie gesagt, es ist wirklich so ein bisschen so ein, also ein sehr, sehr, sehr angenehmer Duft, ein sehr frischer Duft, ja. Er ist, wie gesagt, er wirkt grün, er hat so ein bisschen dieses Florale auch drin leicht, ne, so diese helle Noten auch so, ne, auch ja, dieses, wie gesagt, dieses leicht metallische, ne, und wie gesagt, ja, man kann schon vielleicht auch so diese, ja, also, ja, frisch gewaschene Wäsche auch so, ne, so dieses. Ja, aber es ist clean, es ist, es, wie gesagt, es zitrisch so, ne? Der ist so schon. Und also mir gefällt das super gut, ja. Es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner Duft, der sich übrigens auch nicht ganz so entwickelt. Also sprich, der ist relativ konstant. Und das muss ich auch gleich dazu sagen, er ist jetzt nicht gerade ein Beast-Mode-Parfum. Das kann man sich vielleicht auch gerade an 10 Fingern abzählen. Das ist natürlich ein sehr leichtes Parfum fast. Ne? Wobei es bei mir witzigerweise auf den Klamotten jetzt ist gerade umgekehrt. Normalerweise rieche ich das länger auf meiner Kleidung als auf meiner Haut. Aber bei dem, das ist der einzige, fast der einzige, ja, der einzige Duft, bei dem ich wirklich das umgekehrt hat. Wenn ich das auf meiner Kleidung trage, dann rieche ich den auf der Kleidung fast gar nicht mehr. Also mag vielleicht auch daran liegen, dass das eben also dieses verschmilzt mit der Kleidung, ne, irgendwie, ne, nach diesem, wie gesagt, dieser frische Wäscheduft und so, ne, wenn der auf die Kleidung kommt, dann verschmilzt der so mit dem Stoff, so, dass ich das gar nicht mehr so wahrnehme, vielleicht, oder es für mich gar nicht mehr so. Ja, wie gesagt, es ist für die Nase nicht mehr so zu unterscheiden. Ist es jetzt der Stoff oder ist es das Parfum? Auf der Haut wiederum, darin nehme ich den wesentlich deutlicher und länger wahr. Ja, also wie gesagt, er dürft ihr keine 8, 9 Stunden an Haltbarkeit erwarten bei dem Duft. Der ist, wie gesagt, sehr leicht. Ein schöner Freshie, ein schöner Frühlings-Sommerduft. So, ja, je nachdem, wie man halt von der Haut her ist, so würde ich sagen, also bei mir so mindestens mal 5 Stunden, was aber auch schon recht gut ist. Er wird aber auch sehr schnell recht hautnah. Wobei, ich habe einen Bekannten und der hat den Duft auch und der trägt den auch im Sommer und im Frühjahr und bei dem, wenn der kommt oder sowas, den rieche ich, den nehme ich wahr. Also den Duft nehme ich bei ihm wahr. Das ist ja oft als so, dass man selber sagt, okay, man riecht den gar nicht mehr an sich, ne? Irgendwie so, wo ich dann auch, ja, der hat ja gar keine Silage mehr, da keine Projektion mehr, der ist ja gar nicht mehr vorhanden. Ne? Aber oftmals ist es so, dass es gar nicht stimmt. Man wird so schnell ein bisschen vielleicht bei gerade so leichten Düften vielleicht auch ein bisschen duftblind, ne? Man kriegt das gar nicht mehr so mit, ne? Oder meint zumindest, oder vermeintlich, ach gut, ja, man wird gar nicht mehr so gerochen, ne? Aber oftmals ist es gerade das Gegenteil der Fall, ne? Dass viele Leute dann doch den Duft wahrnehmen, ja? Also von außen her, als man selber dann so meinte mit der Nase. Ne? Das ist, liegt wahrscheinlich auch ein bisschen in der Natur der Sache, keine Ahnung. Ne? Und wie gesagt, ich nehme es immer dann wahr bei so leichten Düften halt hier. Ne? Von daher, wie gesagt, wenn er den so aufsprüht und so und meint, ach gut, ja, der ist ja so leicht, der ist ja schon wieder weg nach einer halben Stunde oder einer Stunde oder so, ne? Wie gesagt, lasst euch da nicht beirren, ja? Also der Duft, wie gesagt, mein Bekannter da, also den nehme ich also definitiv wahr. Also wenn der kommt, dann rieche ich an ihm. Also jetzt nicht so dieses Riesen, wie gesagt, diese Riesenprojektion und diese totalen Megasilage, aber ich nehme ihn wahr.
So, ne? Und von daher, genau, da muss man so ein bisschen halt auch, muss man das Ganze relativieren ein bisschen. Ne? Wie gesagt, ich liebe diesen Duft. Es ist wirklich ein mega geiler Duft. Es ist ein Unisex-Duft, nebenbei bemerkt, natürlich, ganz klar. Ne? Also, weil es ist jetzt kein, da steht jetzt auch nicht Man drauf oder sowas, da steht halt nur ein H24 drauf. Und genau. Wobei, genau, ich habe jetzt auch noch gerade, wo der Name herkommt. Der H24 heißt deswegen H24, weil er so, also das H steht, glaube ich, für Hours, für Stunden. Also sprich, dass er so irgendwie, glaube ich, den ganzen Tag irgendwie auch aufgetragen werden kann. Und die 24 kommt vom der Hausnummer, wo Hermé sitzt in Paris. Ne? Also das ist ganz witzig, nur so als Hintergrund nochmal, also wenn ich das so richtig zusammenbekomme noch. Ne? Wie gesagt, ich kann den Duft sehr, sehr, sehr empfehlen. Auf Parfumo wird er mit 7,4 bewertet. Die Haltbarkeit wird mit 7,1 bewertet. Also auch wieder auf Parfumo gibt es natürlich auch wieder so die, ne, die gehen wieder auseinander. Aber die meisten haben doch eine sehr hohe Bewertung drin. Ne? Also viele Neuner, Zehner und sowas sind da drin dabei. Ne? Also von daher, wie gesagt, es ist ein sehr, sehr schöner Duft. Hier habe ich nur den Try Down übrigens auch. Ja, also es ist, ja, das ist ja Masse, was verschwindet auf dem Try Down, das wollte ich nur sagen, diese metallische Note geht ein bisschen dann zurück. Ne? Also das bleibt jetzt so, dieses Bügeleisen, ne? Dieses Dampfbügeleisen, das habt ihr nicht jetzt hier rum. Ne? Da wird er eher doch, wie gesagt, dieses floral-grüne Noten, diese zitrische Noten, die bleiben dann dabei. Ne? Aber dieses Metallische verschwindet so ein bisschen. Aber er ist ein sehr uniker Duft, sage ich das mal, ne? Den man so gar nicht so riecht. Ne? Also als diese typischen aquatischen, zitrischen Freshies im Sommer. Das hat er jetzt, der ist wirklich, der hebt sich wirklich angenehm, wohltuend, nach meiner Nase und meiner Meinung, ab von allen übrigen Frühlings- und Sommerdüften. Von daher muss ich sagen, kann ich den hier wirklich euch nur ans Herz legen, mal hier, also wie gesagt, Frauen und Männer, also ihr dürft den durchaus ne, auch alle Geschlechter tragen. Genau, ich finde ihn sehr, sehr schön. Wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt zwar, aber ich denke, ich komme jetzt auch langsam zum Schluss hier. Jo, und für den Preis ist, denke ich, das absolut okay. Also das ist okay, das kann man, ja, das kann man sich noch so gut leisten, denke ich, mit 60 Euro so rum. Das ist dann, genau. Ja, da könnt ihr euch natürlich auch ordentlich mit einsprühen. Also das verträgt der Duft. Also ja, wenn mit nur zwei, drei Spritzern, da ist es ein bisschen wenig. Ne? Da dürft ihr schon großzügig euch da in der Duft hüllen. Das ist hier bei dem Duft schon angezeigt. Ne? Wie gesagt, es ist jetzt kein Beast-Mode-Duft und so. Er ist sehr zurückhaltend, es ist halt nicht ganz so. Ne? Aber ne? Das ist also auf jeden Fall. Ne? Da muss man sich mal ein bisschen dann, oder müsst ihr euch ein bisschen rantasten, ne? Je nachdem, ne? Wie es euch für euch ist. Aber wie gesagt, da dürft ihr euch schon etwas ordentlich drüber sprühen. Ne? Genau. So, genau. Ja, ich muss jetzt gerade nochmal gucken, ob ich das euch alles erzählt habe. Genau. Ja, genau. Ja, das war's dann auch schon, ja. Ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns wieder zum nächsten Video hier bei mir bei Stefans Duft der Plaudereien. Wünsche euch noch eine schöne weitere Woche hier und es soll jetzt nach, es war heute sehr schön warm heute, wir haben fast 20 Grad draußen gehabt, also ich habe jetzt erstmal auch heute Nachmittag mal so ordentlich die Fenster bei uns aufgemacht und so und es war wirklich sehr, sehr schön. Es soll jetzt aber am Wochenende wieder leider etwas kühler werden, also nicht ganz so, aber gut. Der Frühling ist noch nicht so ganz so sattelfest hier und ein paar warme Tage Ende März, Mitte März rum machen eben noch keinen Frühling in diesem Sinne. Ja, und dann noch kommt noch der April. Ja, okay, gut. Fein. Dann wünsche ich euch eine gute Zeit und wir sehen uns bis demnächst wieder. Tschüss.